Hallihallo, zurück zu unserem tollen nächsten Spiel gegen AS Rom. Ja, wir natürlich hier in... Moment. Wir müssen ja Video mal nicht rausnehmen. Nee, Quatsch. Hier, da war ja spielen in der Champions League. Man muss ja dann beim nächsten Bundesligaspiel aussetzen. Meine ich. Aber gut, wenn er hier spielen darf, dann nutzt er uns hier natürlich hoffentlich auch gut weiter bei dem tollen Spiel gegen AS Rom. Wir spielen hier natürlich heim in unserer tollen Allianz Arena. Sollten wir mal Licht anmachen, weil es ist jetzt nämlich mittlerweile der Abend angebrochen und ich möchte wenigstens sehen, was für Kackpresse ich spiele. Nein, natürlich nicht. So, ich überspringe das jetzt mal. Ich möchte mir das jetzt gerade nicht angucken. Beim nächsten Spiel können wir uns das gerne wieder angucken. So, und wir natürlich wieder in unserer Standardaufstellung. Arjen Robben. Noch ja drin haben wir den Vertrag unterschrieben, dass er ja getauscht wird gegen Nori Keita. Und der wird uns hoffentlich eben auch ein bisschen neuen Offensivwind bringen in unser Spiel. Da ja eben Robin ja auch von der Gesamtwertung her mittlerweile im Sinkflug auch schon unterwegs. Ich meine, der hat ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel mit seinen 33 Jahren. Wird er sich dahingehend auch nicht mehr allzu stark weiter verbessern. Und daher ist dann dort natürlich mal wieder jemand Neues und Junges gefragt, wie eben zum Beispiel Nori Keita. Ist ja nun mal mit seinen 22 Jahren auch noch relativ jung, hat aber eben schon eine gute Bewertung durch das gute Training, das er ja auch bekommt in Leipzig. Naja, also mache ich mir dahingehend keine Sorgen, dass er irgendwie schlecht trainiert ist oder ähnliches. Er hat eine gute Bewertung und die werden wir natürlich auch nutzen in unserem Spiel dann. Werden wir nämlich Keita wahrscheinlich auf die rechte Seite als Angreifer packen. Ich meine, Nori Keita ist schnell und wenn wir dann eben auch dann weiter darauf trainieren, dass er gut Flanken schlagen kann, ist er nicht mit der perfekte Ersatz für Robin. Ich meine, Offensivwerte hat er ja die sich gut sehen lassen können und daher bin ich dahingehend eigentlich sehr optimistisch, dass er da eigentlich, Leute, schlechte Verteidigung, dass er da auf jeden Fall gut bei uns im Spiel mitwirken kann. Ich will mal nicht hoffen, dass das jetzt hier so weitergeht, das wäre nämlich nicht schön, da wir hier unseren Platz in der Champions League sichern wollen. Ich meine, unser Ziel ist ja das Triple. Und dafür brauchen wir natürlich auch einen Sieg in der Königsklasse. Und den erreichen wir nicht dadurch, indem wir gegen AS Rom verlieren. Sondern da wäre ein Sieg vor heimischer Kulisse gegen AS Rom, so würde ich jedenfalls mal sagen, sehr hilfreich. Und den erreichen wir auch dadurch, indem wir nicht jetzt auslaufen. Schon mal gute Verteidigung durch Alaba. Och Leute, ey. Die Spieler, die sollten in der Halbzeit besser nicht in die Kabine kommen. Das wird nicht gut für die ausgehen. Und wieder ein guter Schuss für Rom. Rom hier mit zu vielen guten Chancen, meiner Meinung nach. Daher also, da müssen wir eigentlich klar mal eingreifen und auch klare Zeichen setzen, weil die haben hier ein bisschen zu viel offensive Spielanteile im Spiel. Und
Endlich das 1:1 durch Thomas Müller. Sehr schön. Thomas Müller schießt den Ausgleichstreffer. Hier sehen wir es nochmal. Robben auf Thiago, auf Kimmich. Kimmich mit der Flanke auf Müller und der Torwart. Chancenlos, da kann er sich strecken, wie er will. Aber an den schön platzierten Kopfball von Thomas Müller kommt er nicht mehr ran. Sehr schön gespielt, also dieser Kopfball. Und Robben mit dem Nachschuss und Arjen Robben mit dem 2:1 mit dem Führungstreffer. Hier sehen wir es nochmal: Robben auf Müller, auf Draxler, auf das Tor geschossen und Robben mit dem Nachschuss. Da der Torwart zum Glück durch den vorherigen Schuss schon geschlagen und somit also keine Chance mehr da für den Keeper noch auch nur irgendwie die Hände an den Ball zu bekommen. Sehr schön also gemacht durch den Nachschuss und dank dem guten Arme von Arjen Robben. Schade, den konnte Draxler nicht mehr bekommen, da war die Hand des Torwarts schneller als der Fuß unseres lieben Julian Draxler. Alaba da im Duell, aber er war nicht zuletzt dran, damit also Abstoß für Ter Stegen auf Boateng, auf Rüdiger, auf Vidal, auf Alaba, über Draxler in die Mitte auf Thiago Müller, Robben zeigt auf Rudi, versucht durchzustecken auf Müller, aber der Schieße beendet dann nach dem Ballverlust auch direkt die Partie. Sehr schön. Dank dem Schiedsrichter blieb uns ein möglicher Treffer erspart. Wir weniger Spielanteile am Spiel. Wir gerade mal 48%, die Gäste 52. Wir haben mit also die Gäste deutlich mehr Ballkontrolle als wir. Dennoch bestimmen wir aber eigentlich hier den Spielverlauf. Durch unsere schnellen Konter haben wir ja eigentlich das Spiel klar unter Kontrolle. Also der Versuch von Julian Draxler durchzustoßen hat nicht geklappt. Rudi hilft aus und war zuletzt dran. Jetzt Wechsel. Perotti kommt rein für Ünder bei den Römern. Pass auf Rüdiger. Zurück auf Boateng. Raus auf Rudi. Nach vorne auf Arjen Robben. Robben auf Thiago, auf Vidal. Vidal ja eigentlich unsere Hauptanspielstation in der Mitte. Auf Robben, der schießt leider vorbei. Damit bleibt es beim 2:1. Der Abstoß, komm, den kriegen wir nicht. Schade. Aber zum Glück die Gegner nicht allzu dribbelstark. Wir leider auch nicht gerade zielgenau, was die Pässe angeht.
bald zurück auf Ter Stegen mit dem Pass Richtung Vidal. Thiago auf Arjen Robben. Der verliert den Ball vorne. Die Gegner an Thiago. Thiago hat ihn auch wieder verloren. Damit jetzt also, ich weiß nicht, wie viele Ballwechsel jetzt in dieser kurzen Zeit. Und dann jetzt der Ball nach vorne gespielt auf El Shaarawy, glaube ich, heißt der Typ. Der Passversuch auf Müller. Leider die Verteidiger so eng positioniert, dass der Ball nicht durchkommt. Ball zurück auf Ter Stegen. Leider ist der Ball im Aus gelandet damit. Also Ecke durch Strootman. Aber Ter Stegen war noch dran und damit der Ball entschärft. Thomas Müller versucht durch die Mitte, hat leider nicht geklappt. Ball auf Draxler. Draxler auf Robben. Leider konnte Robben den nicht kontrollieren und der Ball flog irgendwo, Gott weiß wohin, nach oben. Vielleicht hat Gott ihn bekommen, den Ball. Die Gegner wechseln Schick an. Damit also versuchen sie neuen Offensivwind in die Partie zu drängen. Haben sie ja hier in dieser Lage eigentlich auch dringendst nötig. Ich meine, sie liegen zurück und in der Champions League ist eine Niederlage nicht allzu gut. Und somit sichern sie nicht den Punkt, den sie jetzt haben. Sondern sie wollen natürlich ein weiteres Tor. Sie wollen die Führung und damit hier natürlich weiter mithalten. Das haben wir ihn jetzt aber zerschlagen. Thomas Müller schießt seinen Doppelpacker und das 3 zu 1 für den FC Bayern. Sensationell gemacht. Robben auf Müller und dann positioniert Müller den Ball sehr schön. Shaarawy geht raus und irgendein anderer kommt rein. Den Namen konnte ich dazu leider nicht lesen. Da war ich noch beschäftigt mit Shaarawy zu lesen. Sehr schön, Pass abgefangen. Ball geht raus auf Arjen Robben. Robben muss aber abbrechen. Ball also raus auf Kimmich. Kimmich auf Müller. Aber leider können nicht alle treffen. Und damit bleibt es bei einem 3 zu 1. Hier sehen wir es nochmal. Kimmich auf Müller. Leider zu weit nach links orientiert und daher kein Tor. Also bleibt es beim momentanen Stand 3 zu 1. Jetzt versuchen sie es nochmal mit etwas mehr Offensive. Rüdiger auf Ter Stegen. Ball geht runter auf Vidal, der jetzt viel Platz, um nach vorne zu ziehen mit dem Ball. Spielt den Ball runter auf Draxler. Draxler war unter Bedrängnis auf Robben gespielt, der leider den Kopfball in die Hände des Keepers Alisson. Daher bleibt es weiterhin unverändert bei 3 zu 1. Jetzt aber Defrel auf Schick, aber Ter Stegen pariert. Sensationell gemacht von unserem Keeper. Wir sehen es nochmal. Defrel mit dem Pass auf den freien Offensivmann. Aber Ter Stegen ist zur Stelle. Hat diesen Pass geahnt und daher sich richtig positioniert, um den Schuss abzufangen. Sensationell gemacht. Und auch diese Ecke hält Ter Stegen. Damit Ter Stegen bislang eigentlich nur mit einem Fehler in dieser Partie, der aber ein Fehler gut passiert.
können wir ihm eigentlich noch verzeihen. Von daher sehe ich da jetzt eigentlich keine großen Probleme. Ter Stegen also weiterhin in enger Konkurrenz zu Manuel Neuer. Beide ja jetzt mit Fehlern. Und da pfeift der Schiedsrichter ab, wenn ich hier über unsere Torhüter quatsche. Und wir gewinnen 3:1 in der Allianz Arena gegen den AS Rom. Sehr schön. Schön gespielt durch unsere Mannschaft. Gute Defensivleistung. Und in der Offensive lief es auch sehr gut. Draxler leider dieses Spiel ohne Tor. Aber dennoch hat er gut gespielt. Hat versucht, sich mit ins Spiel einzubringen. Und das auch mit Erfolg. Bester Spieler auf dem Platz Thomas Müller mit einer 7,0 Wertung. Ter Stegen mit der 6,0 und Neuer gar nicht dabei. Stimmt, der war ja auch nicht. Der war ja nicht drin. Den haben wir ja nicht eingewechselt. So, München gegen Rom 3:1. Prag verliert 1:3 gegen Liverpool. Sehr schön für Klopp. Real verliert 0:1 gegen Manchester City. Aua. Anderlecht 0:1 gegen Ajax. Benfica 1:3 gegen Paris, das tut auch weh. Basel 0:2 gegen Beşiktaş verloren. Juventus 4:2 gegen Manchester United. Zagreb gewinnt 2:0 gegen RB Leipzig. Oh, oh, oh. Monaco und Atletico trennen sich unentschieden. Donetsk 4:1 gegen Porto. Barca 4:0 gegen Tottenham. Football Kulp FCSB 0:1 gegen Milan, Chelsea 1:0 gegen Napoli, Kopenhagen unentschieden gegen Nizza, Rotterdam 0:4 verloren gegen Borussia Dortmund und Piraeus 1:0 gegen Moskau. Damit auf den Blick in die Tabelle, wir in unserer Gruppe auf Platz 1 mit einem Punkt Vorsprung vor Liverpool. 3 Punkte dahinter Rom und mit 0 Punkten Prag. In Gruppe B Manchester City und Real Madrid auf den ersten beiden Plätzen. Hier sehen wir Beşiktaş und Paris. Paris punktgleich mit Basel. Juventus und Manchester United hier auf den ersten beiden Plätzen. RB Leipzig nur mit 4 Punkten auf Platz 3. Nicht gut. Hier sehen wir Monaco und Porto auf den ersten beiden Plätzen. Atletico auf 3. Die müssen sich ranhalten, sonst sieht es schlecht aus für die Champions League. Barca und Milan führen hier die Gruppe an. Milan aber punktgleich mit Tottenham. Also da ist auch noch alles drin. Hier sehen wir Chelsea und Napoli eigentlich kaum noch einzuholen. Chelsea klar weiter. Napoli auch sehr wahrscheinlich. Nizza wird da glaube ich auch nicht mehr viel machen können, mit 4 Punkten nur auf Platz 3. Und hier sehen wir Borussia Dortmund auf Platz 1 mit 11 Punkten, mit 8 Punkten dahinter Rotterdam und Piraeus mit gerade mal 4 Punkten auf Platz 3. So, das ist ja das nächste Spiel, das wir sehen. Gegen Schalke 04, gegen unseren Rivalen. Hier sehen wir schon eine wichtige Partie gegen unseren Rivalen. FC Schalke 04. Schauen Sie sich an, welche Spieler infolge einer Teamrolle ihre Form verbessert haben. Spieler mit einer verbesserten Tagesform werden der Strategie mit einem leuchtenden Tagesformsymbol markiert. Und Alaba ist für die Partie gesperrt. Wir sind heute zweifelsfrei die Favoriten und sollten Schalke schlagen. Alles andere wäre eine Enttäuschung, sagt der Vereinsbesitzer. Da sehen wir jetzt auch das erste Mal Ter Stegen auf unserem Bildchen. Und damit bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Wir werfen nochmal einen Blick hier drauf. Er sagt, Tolisso will er in der Verteidigung haben. Nee. Da tun wir Bernard hin.
Ja, das bleibt glaube ich auch so, ne? Ja, das sind wir so. Gut, Vidal, also wollen wir die beiden tauschen? So. Nee, ist auch nicht gut. Dieses Mittelfeld hätten wir sonst noch Rodriguez, aber der erfüllt mir nicht so ganz meine Erwartungen. Schalke eben mit Burgstaller, Sandy Santo, Meier, Baba, Schöpf und hinten mit Nast was? Mit Kehrer, Naldo und das will er mich anzeigen. Nastasic. Natürlich Goretzka im Mittelfeld. Also auf jeden Fall auch ein interessantes Spiel. Aber das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Was sehen wir denn hier Schönes? Unser Besitzer vertraut uns zu 67%. Das ist aber noch nicht genug, finde ich. Kaderzufriedenheit bei 58% ist eigentlich auch gut. Kapitän Draxler, meiste Tore Müller, meiste Vorlagen Thiago und meiste Einsätze Alaba. Gucken wir mal auf den Spielerstatus. Was ist hier? Länderspiele. Alaba in Österreich, Kimmich für Deutschland, Martinez für Spanien, Vidal für Chile, Thiago für Spanien, Rodriguez für Kolumbien, Neuer für Deutschland, Boateng für Deutschland, Ribéry in Frankreich, Tolisso in Frankreich, Robben in Holland, Müller in Deutschland, Lewandowski in Polen, Draxler in Deutschland und Ter Stegen auch in Deutschland. Gesperrt ist Alaba. Und hier sehen wir nochmal das Team. Rüdiger als Starter. Keita kommt auch rein, wird dann auch natürlich als Starter spielen. Und Robben. Für ihn ist ja der Vertrag beendet nach dieser Saison. Oder beziehungsweise während des nächsten Transferfensters. Müssen wir hier aber eben mal gucken, was wir dann hier wie umstrukturieren. Ne? Wenn wir Lewandowski da einsetzen, der hat dann gerade mal eine 80 als Bewertung, das ist lächerlich, ist das. Hat da vorne, da hatte dann auch gerade mal eine 84. Lewandowski, der passt nicht so ganz in meine Formation rein, habe ich das Gefühl. Aber gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und genießt den restlichen Abend. Tschüss.